Hallo Leute. Hi Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Schlertholz-Video. Und zwar sind wir gerade im Auto Richtung Amsterdam! Eigentlich Richtung Heimat, Leute, Richtung Heimat. Alle Jahre wieder. Wir sind gerade, fahren jetzt das dritte Mal hierher. Wir sind jetzt schon über der Grenze, sind eigentlich schon in einer Dreiviertelstunde da. Aber das Struggle ist, Leute, und zwar unsere Unterkunft hat bis 17 Uhr offen. Jetzt haben wir 16.30 Uhr, wir brauchen noch eine Stunde oder so hin. Ja. Das heißt, wir kommen zu spät und deswegen müssen wir jetzt eigentlich da anrufen und sagen, dass wir später kommen, dass wir unseren Schlüssel für unser Bungalow kriegen. Aber unsere Handys gehen einfach nicht, Leute, wir können einfach nicht raus, jetzt telefonieren. Wir haben deswegen, nur WhatsApp, ja, aber nie irgendwie anrufen. Ja, Leute, wir haben eine richtig komische Karte, das ist eigentlich geil. Ja. Und zwar habe ich dann eine Freundin von mir. Sie ruft auch gerade an. Fuck, ich hab Angst. Und? Ja, Spatz. Warte, die konnte Deutsch, ja? Sie konnte Deutsch, echt? Und sie hat gesagt, vor der Rezeption ist eine blaue Kiste. Genau, ja. Mal. Ja, genau. Ja, perfekt. Und da ist eine Tasche drin mit eurem Namen drauf. Genau, und oh, die Klopapierrollen sind auch drin. Pass auf, da ist, das ist der Schlüssel drin. Ja. Plan. Und ja, ihr nehmt es einfach raus und ihr sollt es morgen bei der Rezeption melden. Genau, ja, perfekt. Aber wir lieben dich. Spatz, du hast so fucking funktioniert, Alter. Du bist gerade live auf Camel, Susanne. Willst du was sagen? Keine Ahnung. Spatz, funktioniert? Alles ist gut, solange du drin bist. Spatz, was hattest jetzt gerade deine Reise? Du hattest dein Solo. Danke. Danke, Anna. Spatz und ich bringe dir dann was Nettes mit aus Amsterdam. Okay. Danke, Spatz. Ich leg wieder auf. Ja. Tschüss. Leute, und zwar mussten wir halt eine Freundin von Simone anheuern, dass sie da anruft. Genau, Leute, und wir haben halt die Leute darauf vorbereitet, dass es Englisch sein wird, Edith. Ja, aber es war Deutsch. Also ja, aber jetzt hat eigentlich alles gut geklappt. Aber ich weiß nicht, ob die Leute es am Telefon gehört haben, weil es ein bisschen leiser war. Wenn sie dann gehört haben. Ja, Leute, jetzt kommen wir sicher und heil bald an. Ich habe jetzt gerade unsere Tüte geholt. Hier ist unser Schlüssel, alles drin, Klopapier, EDC, was wir schon immer bekommen haben. Hat alles absolut prima geklappt. Jetzt muss ich noch den Chip rausholen, dass wir hier an der Pforte vorbeikommen. Und dann geht's schon noch rein in unsere Bucht. Oh Gott, jetzt mache ich da ewige Schlüsselprobleme. Mona, hab du schaffst das. Warte, nach oben und dann noch. Naja. Hast du schon gedreht? Ich muss so auf Klo, die können sich gar nicht vorstellen, ey. Jedes Jahr nicht auf die Ecke. Boah, ich muss auf Klo. Naja, komm, vielleicht guck mich doch mal. Ich glaube, du das nicht gekriegst. Ich die Ahnung, ob du magst das. Ja! Oh mein Gott! Sieht voll schön! Alter, ist die Farben und nicht so rot stehig, sondern. Oh mein Gott! Das ist schon die Möbel, das ist alles anders. Ja! Warte! Das ist ein Gasherd, ne? Ja, oh mein Gott! Das ist krass! Warte, zeig mal! Als ob hier, krass. Und hier ist das Schlafzimmer. Wow! Spatz. Leute, wie geil! Voll krass. Echt? Ja, ein bisschen. Ich finde eher noch Putzmittel. Oh. Weil ihr seht gerade, das alljährige Umbauen ist wieder fett am Start. Wir schleppen wieder die Matratzen nur üben, dass keiner alleine schlafen muss. Wir grenzen hier niemanden aus. Und zwar ist es hier eine doppelte Matratze, die dreimal so dick ist wie meine Mini-Matratze. Was denken Sie denn? Da war übrigens gerade ein Ohrenhüller drauf. Ja, Leute, also hygienisch, Hilfe. So, hier geht schon der Lacken ab. So. Ich bin auch nur stille Zuschauer. Einfach hier fallen lassen, ja. Warte, noch schnell rutschen zum Anschlag. Boah, die ist ja viel. Oh, ist die fett und geil. Alter, das ist ein massiver Unterschied. Oh. Das ist ja, Mona, wir können da noch drauflegen. Wie gehen wir dann Drecksfüßen nicht drauf? Drecksfüße. Wir können auch die anderen noch drauflegen, oder? Ja. Ja, Juli, ja, bitte. Ja. Da haben wir eine Elite als Fläche. Aber hier kommt man halt nicht mehr durch. Wir müssen hier architektonisch rumarbeiten. Boah, Leute, ist noch ein Ohrenhüller, ey. Das ist was anderes. Der bewegt sich. Was machen wir? Die zwei Kammerjäger waren gerade voll am Start. Die Kammerjäger. Die Rolle ist gerade abgefallen beim Umbau. Warte. Leute, ich hab's gleich. Wir nehmen die ganze Kuh. Ja, jetzt hat Igor Hänghaare drin. Ey. So, Leute, wir haben jetzt angefangen zu dekorieren, haben hier die Lichterkette aufgebaut, hier eine Girlande reingezogen. Hier ist unsere Liegewiese. Hinten ist das quasi diese Sofa-Area. Leute, wir hauen jetzt auch gleich Nägel an, die man um Bilder zu hängen. Jetzt wird rein, dass man nicht. Genau. Dann haben wir hier halt einfach
Es ist architektonisch nicht sehr schlau, toll, hübsch. Ich hab so Angst für Tieren. Aber praktisch. Ich habe jetzt Angst, dass noch mehr irgendwelche komischen Ungeziefer sind. Sehr ekelhaft. Naja. Ich analysiere mal ganz kurz hier die Grünanlage, die hier auch ist. Und zwar gibt es hier auch einen Pool. Weil wir waren sonst immer so im März, April in Amsterdam und da war es halt echt noch kalt und das Wetter eigentlich echt bärsig. Aber diesmal sind wir so im Sommer hier, im Juni. Und dann haben auch der Pool hat geöffnet und da hinten ist er, Leute. Und das sieht eigentlich schon echt gut aus. Ich glaube, wir gehen echt einmal baden an dem heißesten Tag. Hier hinten ist ein Pool. Hier haben wir auch schon so Bändchen bekommen, da können wir ganz easy reingehen und dann ist es einfach absolut lit. Wir gehen so auch noch ans Meer, aber hier kann man halt echt geil tauchen und gratis schwimmen, Leute. Was will man mehr? Das sieht so schön hier alles aus. So, wir kaufen jetzt ein, Leute, mal wieder im Albert Heijn, wie immer, unser geliebter Aha. Immer die Anfangsbuchstaben, Einkaufswagen. Das ist eigentlich immer die gleiche Abfolge von unseren Vlogs. Man fühlt sich wirklich, Leute, als wären wir so Camper, die jedes Jahr zum gleichen Campingplatz gehen. Vor allem, Leute, auch Amsterdam ist eigentlich die fünfte Jahreszeit für uns. Ja, ach ne. Jedes Jahr ist es schon wie Weihnachten. Schöner. Leute, wir sind endlich wieder da. Diese Szene filmen wir jedes Mal, wie wir wieder an unseren Session dran sind. Ey. So schmeckt Amsterdam. Das ist so uns Amsterdam hier. Leute, hier gibt es so selbstgemachte irgendwie also, Chips, Rosmarin, Leute. Und wir haben überlegt, dass wir heute Abend Brotzeit machen. Wir haben irgendwie Bock drauf. Wir kommen nicht auf die Verpackungen klar. Die sind so schön. Wir würden am liebsten alle Tumblr, alle in Deutschland sind alles so billig auch. Und hier, Leute, so wunderschön. Schön die Farben, machen, das Gelbe. Oh Gott, allein schon mit der Farbe überrascht dich hier aus. Wow. Also Verpackungen hat es echt hier drauf. Wahnsinn, ich würde am liebsten alles kaufen. Ey, wie schön sind wir die gefrorenen Früchte. Wir hypen richtig durch. Und zwar, guck mal, das ist halt einfach die Hausmarke. So ein geiles Layout. Das ist der Wahnsinn, man muss einfach alles kaufen. Leute, uns machen die kleinen Dinge im Leben glücklich. Ja. So, Leute. Was sind die lang? Alter, wie lang? Oh mein Gott, hier sind Biene drin. Hi. So, Leute, wir haben gerade Blumen gekauft, aber da waren ganz viele Hummeln in diesem Hotel. Das halten wir die Blumen raus, denn dass die Hummeln rausfliegen werden. Wie viel zu sagen? Toll! So, wir sind jetzt vom Einkaufen zurück. Hier sind die Einkäufe. Wir haben gerade alles wieder in die Kühlschränke, in die Regale alles rein. Genau, und Leute, am Anreisetag, man zieht immer so, also man fühlt sich immer so bärstig und man so verschwitzt ist. Die ganze Autofahrt und dann die fettigen Haare und dann die ganzen Klamotten. Wie laufen so immer Haare rum, Leute? Wir waren mit unseren Schlappen hier, waren ja immer. Wir blenden die Blicke aus. Im Albert Heijn da einkaufen, aber wir machen jetzt kurz einen kleinen Mini-Food-Haul, Leute. Ja. Ich habe mir schon Eis gekauft, weniger Kalorien, da wird immer richtig krass gehypt. Die Ranch im Angebot. Genau, deswegen dachte ich mir, schlagen wir zu. Oreos, Eistee, Basilikum, Brot, Baguette, Chips, Toast, Brombeeren, hier der Kühlschrank. Spielt sich ja nicht alles ab. Leute, hier, Robby Bobby haben wir von zu Hause mitgebracht. Wo ist der Gefrierschrank? Da oben. Oh. Ich mal Eis reintun, genau. Hier die ganzen Säfte, Leute, unsere geliebten Säfte. Wir haben es ja vorher schon gezeigt. Und hier geht es auch noch weiter. Genau, Leute. Und jetzt machen wir Abendessen. So, jetzt stutzen wir kurz die Blume. Also die Blumen, weil die einfach viel zu lang sind für diese kleine Vase hier. Also wenn Mutti das sieht, die wird uns wahrscheinlich eine reinhauen. Wahrscheinlich darf man es gar nicht. Der Charakter von der Blume sind ja diese langen Sträume hier. Wir wollten eigentlich eine kleinere, aber dann haben wir jetzt doch die große. Man hat es halt nur von oben gesehen, man wusste gar nicht, dass sie so lang sind. Ja. Wir haben es dann ausgezogen, dann wurde sie mal länger und dann konnten wir nicht mal Nein sagen. Du musst abschneiden, schon mal los. Hier? Ja. Boah, Alter. Boah. Wie macht das? Leute, ich hab's gleich. Ich will nicht in den Tisch reinschneiden, das ist auch lustig. Ja. Alter, das sind richtig Bambusrohre. Ja. Guck mal hier rein. Warte, ich mal gucken, ob es stabil ist. Boah, ist absolut instabil. Leute, wir müssen irgendwas beschießen. Tun wir den Stein rein? Haben wir Steine hier? Ja. Aber wir brauchen einen Riesenstein und nicht so einen kleinen. So, Leute, jetzt gibt's Brotzeit. Es sieht so lecker aus und wir haben auch so bärstig Schweinehunger, deswegen wird jetzt gedrescht. Leute, ich habe gerade geduscht und ich komme aus der Dusche raus und dann sehe ich so eine Gestalt hier stehen. Was zum Teufel macht die, Alter? Die macht Sportworkout in Amsterdam, ey. Mario, hör einfach auf. Ich komme nicht raus. Spatz, wie fühlt sich's an? Heiß. Siehst aus wie der letzte Trottel, ey. Und die Leute können hier einfach aus dem Fenster rausschauen und sie beobachten, aber ja. Weiß. Show, wir haben jetzt Abendroutine gemacht. Die anderen beiden liegen jetzt schon im Bettchen. Das ist schon schweinedunkel. Ich mach mal kurz Licht an. Oh, krass. Das hast du jetzt nicht immer. Entschuldigung. Auf jeden Fall beenden wir jetzt den Tag für heute. Morgen geht es dann richtig nach Amsterdam in die Stadt rein. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Und dann sagen wir gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Ciao. Hallo Leute, guten Morgen. Hallöchen.
Ja, neuer Tag ist angebrochen, wie immer. Und zwar ist heute Sonntag und wir gehen heute in die Stadt. Spaß, du bist voll im Schatten. Amsterdam! Ja, Leute, das Wetter ist hier, das ist die Lage. Geht. Bewölkt und Sonne, aber eigentlich müsste es die ganze Woche eigentlich echt gut werden, ey, Leute. Genau. Ich hätte noch nie so Glück. Wir haben jetzt gerade auch ein paar Lunch-Packets Packets? Lunch-Packages. Ja, genau, auf jeden Fall wollen wir Geld sparen. Also halt dachten wir uns, machen wir unseren Toastmaker, den wir mit. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Sandwiches gemacht. Ja. Genau. Und jetzt geht's los. Ja. So, wir sind jetzt in Amsterdam drin. Stehen hier auch gerade schon an der Gracht. Ja, heute ist so ein Tag. Es ist gleich windig, ein bisschen Regen und so. Deswegen laufen wir einfach nur in der Stadt rum und schauen, wo es uns hintreibt. Wir laufen frei Schnauze irgendwo hin. Wir haben nur einen Punkt, wo ich hin möchte. Und zwar unser Lieblingscafé Ivy & Bros. Da gehen wir jedes Mal immer hin am ersten Tag. Da wollen wir auf jeden Fall hin, aber ansonsten laufen wir spontan rum. Ja. Und hinter uns ist auch gerade schon ein Second-Hand-Shop-Episode. Und da gehen wir jetzt rein, Leute. Das ist so eine Kette hier und die ist echt geil, deswegen... Geht's da rein? So, wir wollten eigentlich zu meinem Lieblings-Coffeeshop, aber der hat zu. Am Sonntag und Montag hat er geschlossen, deswegen waren wir jetzt im Grey Area drin. Haben was Neues ausprobiert hier. Und jetzt laufen wir einfach weiter und schlendern einfach bei leichtem Nieselregen ein bisschen durch Amsterdam. So, wir sind jetzt mal kurz im Albert Heijn hier in der Innenstadt, weil hier gibt es immer diese Sushi-Theke. Wir haben zwar jetzt nicht so Hunger. Wir haben einfach kein Geld. Aber wir haben einfach Bock, also im Monat kein Geld, aber ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe zwar 0,0 Hunger, aber es sieht halt einfach so Bombe aus. Das Avocado sieht gar nicht mal so geil aus. Sieht ja nicht so frisch aus, es schaut so ein bisschen gebräunt aus hier, ne? Naja. Aber an sich, Leute, guckt euch mal an, ich heul gleich, wir lieben Sushi. Und es ist aber gerade aufgefallen, dass auf jeden Fall deftig die Preise gestiegen sind, Leute. Früher war es noch bezahlbar, jetzt ist schon echt... Leute, hier ist gerade auch irgendwie so ein Stadtfest. Und die spielen gerade Elvis Presley. Echt? Glaube ich schon, oder Leute? Keine Ahnung. Und hier ist auch ein Tattoo-Studio und es ist eigentlich ein Walk-In-Day, Leute, das steht hier. Das heißt, man könnte einfach reingehen und sich ein Tattoo stechen lassen, aber ich habe keinen Cash und auch kein geiles Motiv. Ich habe auch kein Motiv vor Augen, ansonsten wäre das hammergeil. Ich würde, ja, warum nicht? Mann, Leute, hätte ich Cash, dann locker irgendwas Kleines. Komm, Leute, hier ist ein Umzug. Ich bin gerade so erschrocken, es sieht so gruselig aus. Alter Schwede. Boah, ist das gruselig, da habe ich aber Angst. Das ist übrigens eins der süßesten Cafés. Man sitzt also, da draußen hier in der Bucht. Das ist so hier. Schön. Bam. Aber hier reinzukommen, Leute, ist mal richtig da schwer. Da muss man 3 Jahre vorreservieren. Das ist unser Traum seit heute im dritten Jahr. Ja, genau, dass wir hier einmal außen sitzen werden und die Sonne scheint hierher. Wir müssen ein bisschen warten, weil die Sonne noch gerade sich hier befindet. Aber Leute, wie schön, wir wollen da unbedingt mal rein. So, wir haben uns jetzt hier ins Wasser gesetzt. Ich greife hier gerade mal ein Sushi rein. Der Wind weht ja echt bärstig, Leute. Ja. Aber es ist sau schön. Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Blumenmarkt. Und hier hängen überall solche getrockneten Pflanzen runter. Das sieht so schön aus. Ich frage mich, ob die Tulpen noch echt schön oder ist das getrocknete? Weiß ich nicht. Alles getrocknete Blumen, echt genau. So schön. Oh mein Gott. Schon wie schön. Ich will einen Monat. Die Farben. Und durch die Straßen. 3 für 10 von mir. Gott, ich heul gleich. Ich nehme ihn mir mit. Ist mir scheißegal. So, wir haben jetzt in dem Laden hier ein kleines Souvenir für Mutti gekauft. Aber Leute, wie sagen wir, wir machen es immer am letzten Teil und dann machen wir es am Ende eh nicht. Deswegen haben wir es gleich am Anfang gekauft. Und ich habe mir Kaktusse gezeigt. Kakteen. Sorry, ich habe Sprachfehler. Kakteen, Leute, gekauft. Die zeige ich euch auch später. Und Mutti-Souvenir zeigen wir euch nicht, weil wir möchten nicht, dass sie vorher gespoilert ist. So, wir sind jetzt im Café. Marie, wer ist der das? Letzte Krümel auf Deutsch. Wir sprechen es auf Deutsch. Das ist die Karte, Leute. Und als wir immer waren, war es immer so randvoll. Wir sind hier niemals bis nach hinten gekommen und jetzt haben wir einfach einen Platz am Sonntag bekommen. Ja, jetzt essen wir unseren Kuchen, Bananenkuchen, die man hat sich einen Chai gekauft. Und das Café ist schon echt groß, Leute. Wir wollen, haben wir euch schon von außen gezeigt, die wollen da rauskommen. Da rauskommen heute. Ja. Leute, wir haben es geschafft, das Leben eines Gewinners. Sie hocken endlich hier draußen in der Ranch. Hat ja auch gefühlt 3 Stunden gedauert. Alles nur, um hier einmal kurz diesen Ausblick zu haben. Man wird immer angeguckt von den Booten, die hier vorbeifahren. Es sieht wie so ein Affe im Zoo, weil auch die an der Brücke dann eine abfotografieren. Weil es sieht einfach, es ist einfach wundervoll, es ist einfach süß hier, Leute. Und die Vorgänger von uns haben hier wieder Essen gebunkert.
Wir waren schon wieder kurz davor, uns da dran zu vergreifen, aber nee. Aber Mutti gesagt, das dürfen wir nicht mehr. Also, wir dürfen das nicht mehr vor der Kamera tun. Nee, okay, und es sind auch so viele Leute, das würden die alle sehen. Ich glaube, ja. Das sind peinlich dann. Das sieht so süß aus. Leute, das haben wir gerade entdeckt hier. Was war bitte für ein Sturm, das ist hier? Was hat Amsterdam so zerlegt? Zerberst du den Ist das der Wahnsinn? Glaubst du? Da ist irgendwas eingeschlagen. Die haben wahrscheinlich vielleicht. Ein Baum ist da umgekippt. Krass, da oben ist auf jeden Fall ein Baum eingeschlagen, ey. Was war hier für ein Sturm, fragt man sich, krass. Ey, vor allem ist der so komplett rundherum gefixt, kann man sagen. Das ist ja Wahnsinn, die ganzen Bäume jetzt hier rausgerissen. So, Leute, wir sind hier alle Jahre wieder, irgendwie ist das Gefühl am Mittelpunkt von Amsterdam. Vorletztes Jahr war hier so ein Riesenrad und irgendwie so ein Markt. Und heute ist es der internationale Yoga-Tag. Läuft schon Musik und die Leute, okay, die machen halt nicht mal Yoga, sondern sie schlafen eigentlich. So, wir chillen jetzt hier an der Gracht. Das ist alles, was ich immer wollte. Einfach nur chillen hier. Wir essen jetzt gerade noch Sandwich, sieht ein bisschen seltsam aus, weil das Toast war zu groß für den Sandwich-Maker. Leute, während ich so richtig prickelhart für die Abschlussprüfungen gelernt habe, habe ich mich immer im Kopf hierher gebeamt. Ja. Das war mein einziger Rettungsanker. Jetzt. Und jetzt lebst du das Leben hier in Amsterdam. So, wir laufen jetzt zurück zum Parkhaus, Leute. Es ist 19 Uhr. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir den Tag beenden, also halt hier in Amsterdam, und fahren jetzt nach Hause. Wir sind ja gerade auf der Heimfahrt, Leute. Wir dachten uns, wir haben ja gestern auch schon Blumen gekauft, aber die waren auch nicht so richtig, dass wir die auf den Tisch hätten stellen können. Da, wo wir halt immer essen, weil wir lieben das, wenn da Blumen draufstehen bei Reisen. Und jetzt sind wir bei schon im Feld, haben das zufällig entdeckt und jetzt dachten wir, wir nehmen da ein paar mit. Sehen schon ein bisschen überblüht aus, aber egal. Ich glaube, der Bauer, der braucht die auch gar nicht mehr zum Verkaufen, weil die auch schon ausgeblüht sind. Und dann nehmen wir jetzt welche mit. Also ich hole sie, die anderen beiden sind im Auto. Jo, Leute, pflücken sieht anders aus, aber das müssen wir dann zu Hause stutzen. So, wir sind jetzt back. Oh Gott, wir haben die Blumen noch im Auto vergessen. Holen wir dann gleich raus. Auf jeden Fall kochen wir jetzt das. Und zwar das typische Essen, was wir immer essen, wenn wir in Amsterdam sind. One-Pot-Nudeln mit Fertigsoße und 2 Tonnen Mozzarella. Genau, und ich koche jetzt wieder mal am Gasherd. Schau, das Essen ist fertig gekocht, Leute. So sieht's aus. In der Mitte ist dieser fette Mozzarella-Klumpen. Oh my goodness. Und ihr, der unsere Amsterdam-Videos kennt, muss es ein krasses Déjà-vu sein. Ja. Für die wahren Stadtholz-Fans, die alle Videos auch aus Amsterdam kennen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Nur Alicia fehlt. Yes, fuck, Alter. Mit Alicia wird das immer reingedrescht. Ja. Wow, Leute, ich heule. Geil. Einen guten Appetit. So, Leute, wir sind gerade absolut im Food-Koma angekommen. Chillen jetzt gerade hier ein bisschen im Bett. Es ist ungefähr 9:30 und noch richtig hell draußen, was richtig so geil ist. Leute, wir genießen das, dass quasi der Tag so lang ist, dass die Sonne so früh aufgeht und erst 10 untergeht. Deswegen chillen wir jetzt noch ein bisschen, aber heute steht auch nichts mehr Großartiges an. Wir machen jetzt noch Abendroutine. Ja. Und dann mal schauen, was wir morgen so machen. Auf jeden Fall gehen wir wieder in die Stadt rein. Oh, ich habe gerade Herzstechen. So, Leute, wir haben uns gerade ein bisschen nach draußen verzogen, auch wenn es bärstig kalt ist. Ja. Hier haben wir noch eine Kerze. Oh, nee, jetzt ist sie erloschen. Oh, nee. Super, ey. Das war unsere Hoffnung. Nee, also wir wollten jetzt eigentlich ein Candlelight-Dinner haben mit. Ja, dann kommt jetzt auch noch dazu. Jetzt essen wir noch unter Eis. Ich finde ihn kalt. Und genießen den nicht von den Sonnenuntergang. So, Leute, Zeit schlafen zu gehen. Wir haben uns auch schon abgeschminkt und uns bedready gemacht. Danke fürs Einschalten bei diesem Vlog. Schaut auch wieder beim nächsten vorbei und ich sage gute Nacht.